Hallo zusammen, hier ist wieder euer Patrick und heute habe ich aus gegebenen Anlass etwas zum Bitcoin-Kurs und weshalb dieser momentan so stark fällt. Bis gleich. Was zum Geier soll denn das? Ja, der Bitcoin geht langsam aber sicher nach unten. Und jetzt, was hat das ausgelöst? Das ist der neueste Security Exploit des Bitcoin Unlimited. Was ist ein Exploit? Ein Exploit ist eine Sicherheitslücke im Code. Und der wurde diese Woche aufgedeckt. Und das hat natürlich die Debatte, ob man jetzt Bitcoin Unlimited oder Bitcoin Segwit implementieren soll, neu angeheizt. Und das verunsichert natürlich alle, die Bitcoins besitzen. Erstens mal die Sicherheitslücke und zweitens natürlich wird wieder diskutiert, stärker, was soll denn jetzt kommen, soll der Segwit oder der Bitcoin Unlimited kommen. Und das ist natürlich etwas, das so oder so schwierig ist, ganz egal was jetzt davon kommt. Es ist in jedem Fall eine Codeänderung am Bitcoin selbst und diese Codeänderung, die kann eigentlich nur stattfinden, wenn alle damit einverstanden sind. Also alle sind die Miner, die Nodes, die Exchanger, alle die Wallets auf dem Markt haben und anbieten und natürlich die Core-Entwickler. Diese müssen alle zustimmen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn nur die Hälfte will oder zum Beispiel die Miner nicht, aber die Noden, die Exchanger, dann würde das ein Chaos verursachen und der Bitcoin könnte sich sogar in zwei Lager spalten, was dann natürlich dazu führen würde, dass wir dasselbe Problem haben wie damals mit dem Ethereum, das ja quasi in Ether und Ether Classic aufgeteilt wurde. Wie wir heute wissen, ist der Ether Classic quasi gestorben. Und nur noch der Ether, der rafft sich langsam wieder auf. Und das will man natürlich tunlichst vermeiden, da Bitcoin einfach die Leitkryptowährung schlechthin ist und das eine schlechte Signalwirkung für alle anderen Coins haben könnte. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde jetzt hier nicht in Panik verfallen, mal abwarten, was passiert. Wir können davon ausgehen, dass es irgendeine Einigung geben wird in eine Richtung. Ich denke, alle, die da involviert sind, Miner, Exchanger, Nodes, Entwickler und so weiter, haben kein Interesse daran, den Bitcoin zu sehr zu schaden. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal ruhig bleiben und erwarten, was passiert. Man kann natürlich diesen Zeitpunkt dann auch nutzen, um Bitcoins hinzuzukaufen, weil sie ja günstiger werden. Was ich nicht unbedingt empfehlen würde, ist das zu tun, was wohl die meisten momentan machen. Und zwar die meisten scheinen momentan ihre Bitcoin-Bestände oder zumindest Teile davon zu verkaufen und quasi das dann in Dash anzulegen. Denn wenn wir sehen, wie sich der Kursverlauf von allen Coins entwickelt bis auf den Dash, da gehen alle mit dem Bitcoin nach unten momentan. Nur der Dash, der geht hoch. Und das impliziert natürlich, dass quasi die meisten Menschen, die Bitcoin besitzen, ihre Bitcoin gegen Dash umtauschen. Wobei momentan wohl eher der Zeitpunkt nicht so günstig ist, weil der Dash ist sehr hoch und er ist in sehr kurzer Zeit ziemlich rasant gestiegen. Also jetzt da zu kaufen, ich weiß nicht, ob ich das empfehlen kann. Ich würde mal sagen, eher nicht. Ich würde mal eher sagen, warten wir mal ab, bis quasi der Sturm im Wasserglas, leider nicht im Wasserglas ist, Sturm auf hoher See, bis der vorüber ist und wir Klarheit haben, was jetzt genau mit dem Bitcoin passiert. Denn dass etwas passieren muss mit dem Bitcoin, das ist klar. Denn der Bitcoin ist nicht in der Lage, also das Bitcoin-Netzwerk, die Blockchain des Bitcoin ist nicht in der Lage, dieses Transaktionsvolumen, das momentan herrscht und das immer mehr wird, zu bewältigen. Dafür ist ein Code Change notwendig. Und wenn das sauber durchgeführt wird, dann sind wir wieder im Trockenen und wir können uns wieder erfreuen an einem steigenden Bitcoin-Kurs. Bis dahin, viel Geduld, bleibt ruhig, keine Panik. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis dann und tschüss.